Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastuchova, Partnervermittlung Ukraine. Wir sind jetzt bei dem Projekt Rüdiger sucht Frau. Er ist noch da. Wir sind bei dem nächsten Schritt, Präsentation des Mannes bei der Frau. Jetzt beschäftigen wir uns, wie wir unseren lieben, liebevollen, intelligenten, schönen Rüdiger den Frauen so präsentieren, dass die Richtige, die wir brauchen, auch angesprochen fühlt. Rüdiger hat sich uns vorgestellt im letzten Video. In diesem bauen wir auf die nächsten Schritte, wie wir die Frau kontaktieren werden. Und Rüdiger bekommt die Hausaufgaben. Oh oh, hallo erstmal. Bevor er nach Hause fährt, müssen wir noch mit ihm bei diesem Vorstellen, wenn wir zusammen sind, müssen wir natürlich die ersten Schritte so besprechen, damit auch für dich klar ist, ja, wie wir dann anfangen, wie wir aufbauen werden. Ja. Ne? Es ist ja klar, es gibt nie Rezepte für alle gleiche Rezepte. Es gibt immer für jeden Mann individuelle Schritte, individueller Weg und Hauptsache, dass du dich wohl dabei fühlen kannst. Muss. Es gibt nur, wenn man mich mal fragt, Natalia, wie sind die Standarde, wie ist die Abwicklung normalerweise? Es gibt keinen Standard, es ist immer jedes Mal individuell und jedes Mal muss man natürlich bei dir merken, wie wir dich richtig, korrekt, informativ, nicht falsch, aber positiv den Frauen vorstellen, mit den Sachen, die auch der Wahrheit entsprechen, aber natürlich im guten Licht. Wir müssen dich gut verkaufen, verstehst du? Wir müssen dahin kommen, wo die Frauen um dich kämpfen und nicht du um die Frau, verstehst du? Das ist unser Ziel. Und du, der gute Rüdiger, dann sagst du, die oder die, eigentlich sind die alle gut. Ach, ich schaue mal drei, ne? In Kiew. Und ich gucke, ja, und die Frauen sagen, guck mal, ich kann kochen. Und die andere sagt, guck mal, ich kann das und das. Und du sagst, und ich nehme doch die. Ne? Aber dann triffst du die am Ende und dann entscheidest du. Aber um so weit zu kommen, muss man jetzt genau abarbeiten. Dafür bist du da. Gut, lieber Rüdiger, ich habe überlegt über deine Vorstellungen und habe mir schon so ungefähr so einen Weg vorgestellt, wie wir das alles anfangen werden und wir aufbauen werden. Erstmal, wenn du nach Hause kommst, das musst du nicht jetzt machen, erstmal schaust du die Frauen, du hast mir erzählt, deine Vorstellungen von den Frauen sind eigentlich so, dass du ziemlich offen bist. Die muss lieb sein, nett sein, genau, nicht in der Küche zu viel sitzen. Und das haben wir, und du bist ziemlich offen, was Alter angeht und was ist denn die Figur? Was ist dann die Figur? Du hast nicht gesagt, schlank, bisschen mehr ist nicht so ganz schlimm oder muss sie nur so total dünn sein? Nein. Da, wie gesagt, ich lege mich da nicht fest. Eine Frau, die fühlt sich in ihrem Körper wohl, manche machen Sport, manche machen keinen Sport. Das wäre mir, ich tue die Menschen nicht auf reduzieren auf Körpergewicht. Machst du Sport? Selten. Früher ja, jetzt mehr selten. Ja gut. Guck mal hier, du guckst die Frauen. Ja. Und du suchst die Frauen aus, welche dir gefallen. Schau mal auf unsere Webseite. Ja. Und dann kannst du mir, du musst den Partnercheck. Zum ersten Mal muss man den Partnercheck ausfüllen. Mhm. Dann gehst du mal durch. Ja. Du musst nicht, weil ich habe schon von dir genug Informationen, aber mach das. Hast du schon einmal bei uns Partnercheck ausgefüllt? Nö. Noch nicht? Nein. Ah ja, dann mach das bitte. Ja. Also das ist auch, du kommst nach Hause, du öffnest meine Webseite, du guckst Bildergalerie der Damen und du blätterst die, welche dich ansprechen. Das mache ich eigentlich auch täglich. Super, ne? Guckst du. Ich gucke, oh Gott, und noch nie Partnercheck ausgefüllt. Ich gucke immer nach neuen Damen. Ja. Es sind ja ganz viele junge Damen. Gut, das ist dann nicht mein Alter. Mhm. Ich gucke dann eher so nach meinem Alter. Mhm. Und ich sag mal so ein-, zweimal in der Woche gucke ich da schon. Und da sind ja immer nette, interessante Damen dabei, wo ich sagen würde, boah, das würde passen. Ansprechen, ne? Ja. Gut, guck mal, ich weiß nicht, ob dann einer von denen, die du aussuchst, passen würde oder nicht, das ist ja klar. Ne? Wir werden große Palette der Frauen ansprechen. Ja. Ich will einfach so nur so ein bisschen so verstehen, so in welche Richtung geht es, welche Frauen die so ansprechen und nach welchen Kriterien suchst du die Frauen aus, so ungefähr werde ich dich
später fragen, ja, um ein bisschen deinen Geschmack noch besser zu verstehen. Ne? Ja. Das ist auch wichtig. Dann schickst du uns diesen Partnercheck. Mhm. Gut. Dann normalerweise kontaktieren wir die Frau mit deinem Foto. Da müssen wir noch arbeiten. Das Foto, was ich bekommen habe von dir, bin ich ja überhaupt nicht glücklich. Weil ich hab nur zwei Fotos von dir bekommen. Ja? Und die ganzen so viele Monate, die ich dich kenne, ja, ich kannte dich nur von diesen zwei Fotos. Dann habe ich noch mit dir telefoniert. Ne? Ja. Aber eigentlich erst als ich dich so hier im Leben gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, du bist aber endlich viel besser als das, was auf dem Foto ist. Das heißt, die Fotos sind nicht gut. Die stellen dich nicht vorteilhaft vor. Ja, aber wann willst du denn Fotos machen? Und wer soll die denn machen? Also ich mache von dir Fotos. Ja, aber das ist ja erst jetzt. Ha? Das ist ja jetzt. Ja, ja, mache ich. Weil du sagst, die Fotos, die bis jetzt da waren, sind nicht gut. Nee. Ja, ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Wer soll mich denn sonst fotografieren? Ja, eigentlich, du kannst dich auch so dich selbst fotografieren. Wissen Sie, wie die Damen machen? Die machen so Selfie-Stick. Und dann machen sie 200 Fotos von sich selbst und dann von diesen 200 Fotos haben sie das Schönste ausgesucht, eins. Und dann arbeiten wir mit diesem Foto. So arbeiten die Frauen. Das ist ja doch logisch, oder? Einfach, ja. Das ist das Problem bei den Männern, ja. Ihr macht so, die Frau fragt, kannst du mir dein Foto schicken, aktuelles? Dann der Mann sitzt gerade im Bademantel, dann macht, ja, sofort. Klick, ja, und das geschickt. Nein, ne? Nein, und dann ist die Frau umgefallen. Ja. Aber auch nicht bei dem Bademantel. Ne? Ja. Die Frau macht Folgendes. Du fragst, kannst du mir bitte das Foto schicken, mein Schatz? Dann hat sie Ordner aufgemacht, Favoriten, geblättert, das Schönste ausgesucht. Hier, mein Schatz. Aber dieses Schönste hat sie schon von 100 ausgesucht und in Ordner Favoriten eingetragen. Reingelegt. Verstehst du? Alles gibt es keine Zufälle hier. Alles muss man denken. Gut, also du suchst die Frauen. Ich schaue mal, welche Richtung guckst du so ungefähr. Ne? Ja. So wie ich mir vorstelle, werde ich für dich vielleicht 30 Frauen aussuchen, nach meiner Vorstellung und Art, die ich ansprechen werde. Ja. Zweite Runde, ich werde dich noch anders bei den Frauen vorstellen, wo ich dich ein bisschen beschreibe, weil ich dich persönlich kennengelernt habe als sehr angenehme Erscheinung in meinem Leben. Danke. So, und dann erzähle ich, wie charmant und interessanter Mann bist du. Erzähle ich den Frauen und dann sage ich, ja, der ist ja LKW-Fahrer. Ich kann gerne auch mit 1700 schon mit den Frauen reden, damit sie nicht denken, du hast dann irgendwie 7000 im Monat. Man arbeitet mit diesem, er arbeitet als LKW-Fahrer. Dann ist das für, obwohl, wenn man sagt, er arbeitet als LKW-Fahrer, einige denken, du hast 400 im Monat. Verstehst du? Ja. Deswegen, man kann schon tatsächlich mit dieser Summe arbeiten. Meiner Meinung nach, das ist nicht wenig, 1700 im Monat. Also meiner Meinung nach nicht. Wenn zum Beispiel, wenn die Frau zum Beispiel dann eineinhalb in Kiew hat, dann hast du da keine Chance, da die anzufragen. Das ist klar. Ich habe andere Vorstellungen. Ja. Ne? Aber es gibt ganz normale, nette Mädchen, Frauen, Mädchen vielleicht jung, aber so normale Frauen, die wirklich tolle Persönlichkeiten sind, nette Frauen sind, die wir Deutsch lernen, die wir dich lieben und glücklich machen und die verdienen vielleicht nur gerade $200 im Monat. Da kannst du dieser Frau wirklich ein gutes Leben hier anbieten. Es geht wirklich nicht um gutes Leben, es geht um dich. Aber die Frau hat immer noch Gedanken im Hintergrund, wie wird es mir gehen mit ihm. Das heißt, nur die Oberflächige und Dumme heiratet den Mann, der wirklich so unter ihrem Niveau ist. Das muss man schon sagen. Das heißt, es gibt solche Frauen gar nicht. Oder die ist betrunken. Dann hat sie so wirklich so Augen geschlossen und geheiratet. Das muss passen. Muss man schon sofort dieses gesunde Basis erkennen und auf diesem Basis aufbauen. Wer ist die richtige Frau? Bei dir, es gibt genug Frauen für dich. Ich bin sicher. Aber bei dir ist das so, man muss dich zu dieser Frau führen. Man muss der Frau dich gut vorstellen, dass sie dich erkennt, für sich versteht, das ist ein toller Mensch. Sie muss für dich entscheiden und binden an dich. Und dann die Sprache, alles ist kein Problem. Bei deiner Partnersuche, was ich zum Beispiel als Problem finde,
Wenn ich dir nicht helfe, hilft dir wahrscheinlich kaum jemand, weil keiner sich mit dir richtig beschäftigen wird, auf diesem Partnersuchenweg. Ja. Und wir tun das. Und es wird schön. Ich freue mich drauf. Perfekt. Ich bin gesprochen. Jetzt sagst du was. Gut, mein lieber Rüdiger, erzähl mal mir. Mich beschäftigt die Frage. Du als zweite Hausaufgabe, du schreibst jetzt deinen Vorstellungsbrief. Ich präsentiere sehr gerne die Männer folgendermaßen. Perfekt ist es, wenn ich den Mann persönlich kenne. Und ich sage, ich habe mit ihm unterhalten. Das ist so humorvoller, netter Mensch, der positive Strahlung hat. Und er ist fit und gesund und nur positiv, alles wunderschön aufbauen, sucht Liebe und will für den Rest des Lebens in der Liebe und Vertrauen und Respekt mit der Frau leben. Harmonie ist es für ihn wichtig und Freizeit, alles wunderbar, was du machst. Auch Schweden ist das wunderschönes Land. Du sitzt nicht auf dem Couch vor der Glotze und mit Bier und Chips. Überhaupt nicht. Ist nicht dein Leben, das wäre sehr schwierig. Das muss man. Es gibt auch für die Männer Frauen. Es gibt für jeden Mann Frauen. Nur man muss andere suchen. In anderen Nischen der Ukraine muss man suchen. Anders aufbauen. Ja, ja. Wir suchen für dich Liebevolle, die du dir wünschst. Was möchtest du von deiner Gesundheit der Frauen erzählen? Du hast mir erwähnt, du möchtest zum Beispiel über diese Probleme riechen. Ich kann nicht riechen, ich kann nicht schmecken. Du hast mir gesagt, ich möchte das sofort der Frau erzählen, weil ich will die Wahrheit der Frauen erzählen. Ne? Ja, ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich zu einem Treffen kommt und ich habe das vorher nicht im Brief erwähnt, ich sag mal, Frauen nehmen Parfüm. Oder man sitzt beim Essen oder ich komme in die glückliche Lage, dass ich zu der Frau nach Hause eingeladen werde und sie kocht da irgendwas zu essen. Ich kann ihr nie sagen, es schmeckt oder du riechst gut oder dein Parfüm riecht gut. Sag mal, dann erst damit rauszurücken, das bin ich einfach nicht. Ich spiele dann schon mit offenen Karten, damit die Frau dann auch weiß, das kann er einfach nicht. Ich bin so ehrlich, warum soll ich das verheimlichen? Und du würdest am liebsten im ersten Brief schreiben schon? Naja, im ersten Brief vielleicht nicht. Aber wenn man sich, sag mal so, nach dem zweiten, dritten, vierten Brief, man tauscht sich ja dann aus, was machst du oder was kochst du? Die Frage kommt irgendwann, was ist dein Lieblingsessen? Da stehe ich dann schon da. Was ist mein Lieblingsessen? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich nicht unser erstes Gespräch mit Rüdiger jetzt im Moment. Ja, das wäre gelogen, wenn wir das Ganze nur erst jetzt besprechen. Genau. Wir haben auch sehr viele Sachen besprochen. Es gibt auch andere gesundheitliche Probleme, die wir nicht unbedingt jetzt in der Öffentlichkeit besprechen werden. Ja. Aber Rüdiger, der ist so ein ehrlicher Mensch, und legt unglaublich Rüdiger Schulter hoch und Kopf hoch und lachen, du bist guter Mann. Und ich glaube, Rüdiger hat Probleme, dass er einfach so irgendwie aufgegeben hat und er denkt, er ist nicht würdig, eine tolle Frau, oder? Würdig würde ich nicht irgendwie sagen. Irgendwann hast du aufgegeben. Du denkst, die wollen was Besseres als du, diese Frauen, oder? Naja, was heißt, nee, Besseres nicht. Ich habe dann für mich entschieden, irgendwann mal, ich bleibe allein. Mhm. Ich kann auch alleine leben. Klar, es ist ätzend. Es ist für mich auch ätzend, alleine in Urlaub zu fahren. Muss man nicht drüber reden. Das geht ja zig vielen Männern genauso wie mir. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, du hast alles versucht, du hast alles getan. Mehr kann ich nicht. Ich bin nicht reich wie Donald Trump, ich sehe auch nicht aus wie Brad Pitt, es sei denn, es ist Nebel und es ist dunkel und ich stehe weit weg, dann eventuell. Aber ich bin so, wie ich bin, ich kann mich nicht ändern, ich kann nicht raus aus meiner Haut, ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Und wenn es mit einer Frau nicht klappt, dann klappt es nicht. Man kann es ja nicht erzwingen, das funktioniert einfach nicht. Aber weißt du, warum klappt es manchmal nicht oder oft nicht? Weil wir uns auf unsere Nachteile, Fehler konzentrieren, mehr konzentrieren, alles auf unsere Vorteile. Und wir entdecken bei uns nicht diese Vorteile oder sehen wir. Weil die ganze Zeit, was ich mit dir gesprochen habe, hast du dich nie gelobt eigentlich. Und du hast immer über irgendwelche erzählt Sachen, wo die zum Beispiel
die man der Frauen nicht erzählen darf. Aber du hast nicht nur mir das erzählt, du hast auch das den Frauen geschrieben. Ganz im Gegenteil, du hast mir gesagt, Natalia, mir ist es lieber, wenn wir im ersten Brief alle Wahrheiten erzählen. Und dann hast du mir die erste Geschichte geschrieben, weißt du noch, als ich dich noch nicht kannte. Ja. Und dann war so ein Brief, du hast mir gesagt, ich muss dir sofort die Wahrheit, als ich gesagt, Rüdiger, ich schenke dir Frau, dann hat er mir so eine Wahrheit geschrieben und sagt, das müssen wir alles mitteilen, der Frau, weil ich so ein ehrlicher und Wahrheit will. Und dann habe ich gelesen, diese Wahrheit, wo ich dachte, ich falle jetzt um. Ich falle jetzt um, ich sage, da gibt es keine Frau für dich. Deswegen habe ich... Wenn die Frau sowas liest, ne, ja, da ist alles vorbei. Deswegen habe ich ja auch gesagt... Großteil bleibt unser Geheimnis. Ja, ne? wenn du das zu viel ist, dann lies es lieber nicht. Nein, aber... Nee, ich habe alles gelesen. Mir darfst du das erzählen. Mhm. Entschuldigung. Ja, aber was... Ich sag mal, ich bin so... Ich bin wahrscheinlich auch so erzogen worden, dann möchte ich das schon vorher, weil man sollte doch so ehrlich sein, dass es für beide passt. Ja. Und ich kann ja dann nicht am Tag der Hochzeit sagen, du, da ist noch was ich dir erzählen müsste. Mhm. Das will ich vermeiden, das möchte Gut, ich nicht. Ich verstehe das alles. Deswegen, ich bin auch so, man muss natürlich mit Wahrheiten arbeiten, man muss den Partner nicht täuschen, ja, man darf nicht lügen, sonst, sobald man die Wahrheit erkennt, ist das alles, was man aufgebaut hat und investiert hat, ist alles Fusch, ja, umsonst. Und dazu noch hat man den anderen enttäuscht. Das ist ja wirklich auch schön. Das ist dasselbe, wenn man zum Beispiel das Foto schickt, was 10 Jahre oder 20 Jahre alt ist oder 5 oder ja, und dann, das war bei mir so eine Geschichte. Ich habe Bräutigam für meine Mama gesucht. Das war ja einer. Ihr fallt jetzt um, ne? Das war vor vielen, vielen Jahren. Wir haben Anzeige von meiner Mama gegeben. Das war wirklich meine ersten Erfahrungen. Der Mann schickt das Foto so mit Zigarre und Porsche Cabrio. Ich habe gedacht, Mama mia, das ist aber einer cooler. Meine Mutter hat geguckt, oh, das ist ja einer so zu groß, so gut für mich. Ich bin doch ganz kleines Mäuschen. Ich sage, lass mal ihn kommen. Ja, da irgendwie so Alter 70 und er sieht hier so jung. Vielleicht ist das Foto zu jung. Ne? Dann kommt er hierher, hier in Schönbach, hier auf Wissenbergstraße, hier in Essen, kommt mit Krücken, zwei Krücken. Oh. Ich habe gedacht, er ist ja irgendwie heute vom Leiter gefallen und hat uns nicht geschafft mitzuteilen. Ich habe gedacht, so Tapeten geklebt oben und ist umgefallen. Ne? Mit Krücken, Beinen, wirklich. Und da, ich weiß nicht, kein Bein oder gebrochenes Bein, weiß ich nicht mehr, das war vor vielen, vielen Jahren. Und wir so reagieren erstmal so, oh. Ja. Und er sagte, ja, ich habe euch vergessen zu erzählen, vor 10 Jahren hatte ich Autounfall und bla bla bla. Also mit solchen Sachen darf man nicht arbeiten. Das nee, ist dann natürlich nee, Katastrophe, nee, Blamage, nee, kaputt. Du ja, arbeiten ja. Lieber Rüdiger, aber du musst einfach verstehen, ne? Wir arbeiten so, dass wir mit positiven Eigenschaften von dir aufbauen. Und es gibt mehr als genug. Echt? Bei dir. Mehr als genug. Wir fangen jetzt zum Beispiel mit Riechen und Schmecken. Das ist nicht positiv aus meiner Seite. Wie findest du das? Ich habe noch nie etwas gerochen. Für mich ist das weder negativ noch positiv. Also, es ist so. Ich kann es ja nicht ändern. Aber, guck mal, erstmal ist das eine sehr seltene Eigenschaft. Wenn jemand mir erzählt, er kann nicht riechen und er kann nicht schmecken, dann ist das für mich, wie kann ich mit dem Menschen umgehen, ist das eine Krankheit oder ist das was Schlimmes und was kann er dann noch nicht? Also für mich ist das einfach so ein Geheimnis, was ich nicht mir erklären kann. Wie kann ich mit diesem Menschen umgehen? Vielleicht leidet er total darunter. Ich weiß nicht, wie das geht. Verstehst du? Aber mit dieser Mitteilung, dass zum Beispiel du diese Fähigkeiten nicht hast, ne? Oder Sinne nicht hast, ne? Mit denen kannst du jede Frau abschrecken. So abschrecken, weil die, das ist nichts Schlimmes, aber die weiß nicht, wie man damit umgeht. Vielleicht leidest du, auch vielleicht bist du so psychisch traumatisiert deswegen und verletzlich, dass man denkt, ich darf jetzt mir kein Parfüm nutzen. Doch. Oder ich darf nichts kochen, was schmeckt. Vielleicht darf er nur Brot und Wasser essen. Ja? Wie kann ich mit diesem Mann leben? Deswegen, man muss immer sich fragen, bevor ich der Frau über mich etwas erzähle, muss man sich fragen, wird das Leben dieser Frau mit mir zusammen dadurch verschlechtert, benachteiligt,
Wird sie irgendwie untergestuft? Wird das für sie schlechter, als sie sich vorgestellt habe? Und wenn es um Riechen und Schmecken angeht, dann geht es um dich. Du kannst nicht riechen und schmecken. Wenn sie dich heiratet, kann sie weiter riechen und schmecken. Ja, klar. Für die ist es egal. Ja. Dann musst du ihr auch nicht das erzählen. Auch gar nicht erzählen. Das vergiss mal erstmal. Das geht die Frau gar nicht an. Wir erzählen nur das, was für die Frau relevant ist, was sie als Persönlichkeit oder was das Leben mit dir beeinflussen wird. Zum Beispiel, mit dir wohnen 3 dreijährige Kinder in deinem Haushalt. Das beeinflusst die Frau. Die Frau, das erzählst du der Frau nicht, dass sie dich heiratet und auf einmal wird sie Mutter von kleinen Kindern. Ja. Das ist ein Schock. Oder zum Beispiel, ja, du erzählst der Frau nicht, dass du nicht, zum Beispiel, was kann man sowas ausdenken, ja, so als Beispiel, was wirklich auf ihr Leben Einfluss. Zum Beispiel, ja, die heiratet dich und die muss zum Beispiel sofort putzen gehen, weil du nur 300 oder 400 Euro im Monat hast. Ja. Sagt, ich kann dich nicht ernähren, ich kann nicht jetzt für 2 Personen Essen kaufen. Das muss man sagen. Deswegen muss man Frau deutlich sein, ja, sagen unsere finanziellen Möglichkeiten, damit sie weiß, oh, ich lande jetzt nicht in Einfamilienhaus an Travemünde oder da Timmendorfer Strand. Das natürlich muss sie da erstmal weitersuchen, die Dame. Ja. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die richtige für uns. Deswegen diese Geschichten musst du nicht im Briefpräsentation deinen persönlichen Vorstellungsbrief schreiben, erwähnen. Ne? Aber den Brief werde ich lesen. Ja. Und ich werde sogar Ihnen vorlesen, den Brief. Wir werden ein bisschen analysieren, den Brief. Wir werden verschönern, den Brief. Oder wir lassen es so, wie es ist, weil du so wunderschön geschrieben hast. Ne? Wir gucken. Aber, ja, aber ungefähr, also da brauche ich Hilfe. Aber ungefähr hast du verstanden, ja, dass, ja, 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 das, was du erzählst, was du nicht, du hast so viel zu erzählen, so viel zu erzählen. Du erzählst, dass du LKW-Fahrer bist, weil das bist du und da muss man nicht verschönern. Du erzählst, dass du in einem wunderschönen Ort wohnst mit 6000 Einwohnern, überall Meer drumherum, Lübeck vor der Tür und wunderschöne Fähre und Schweden um die Ecke. Genau. Und dann Fähre am Wochenende Malmö bummeln, ja, und Urlaub in Schweden. Schreib nicht das für 180 Euro, das ist Geheimtipp für uns. Die muss das nicht wissen, sonst schleppt sie da ihre Freunde auch dahin, das sind da jetzt nur für uns. Gebucht schon, ne? Für 1000 Abonnenten fliegen wir dahin. Gut, was muss man noch wissen für dich? Und das Foto. Das Foto, ich zeige jetzt nach diesem Video dein Foto, was du mir gestellt hast. Und wir arbeiten aber mit einem anderen Foto. Ich mache ja, von mir. Jetzt Foto, ja, gerne. Gut, das ja war für die Hausaufgaben erstmal genug. Du machst das, wir bekommen von dir Hausaufgaben und starten. Ja. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, wow. Und Aufmerksamkeit. Ja? Es wird nicht langweilig. Nein. Und ich glaube, wir werden euch nicht ein Jahr lang beschäftigen mit unseren Videos. Ne? Ich glaube, wir müssen ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, wir werden schnell. Wir werden schnell erfolgreich. Ne? Aber erstmal in aller Ruhe. Kein zeitlichen Druck. Das muss Spaß machen und angenehm, ja, sein. Ne? Ihr Lieben, wir wünschen Ihnen viel Glück und erfolgreiche Partnersuche. Bis zum nächsten Mal. Rüdiger erzählt, wie das geht, ne? Wie Sie sich richtig präsentieren. Ja, überlegen Sie immer, geht das die Frau an? Mein Problem. Nein, dann müssen Sie auch das nicht erzählen. Erstmal. Das ist ja richtige Arbeit. Das ist, guck mal, du erzählst ihr erstmal, wenn sie bei dir zu Hause ist. Gut, natürlich, wenn sie gekocht hat selber, dann muss man sie loben. Aber dann, wenn es so weit ist, dass sie für dich gekocht hat, dann ist sie bereit, diese Information von dir zu hören. Verstehst du? Und um diesen Schatz, diese Rosine zu erkennen, diese Frau, die bereit ist, diese Informationen als gut zu empfangen und sagen, meine Güte, Mensch, wie traurig ist das. Ich liebe dich noch mehr dafür. Und ich werde dir helfen. Das ist doch nicht schlimm. Das Leben hat so wunderschöne Sachen, die genießen wir zusammen. Ja. Aber ich nehme das zur Kenntnis. Aber um diesen Schatz zu erkennen, am Anfang darf man das nicht erzählen, um die nicht abzuschrecken. Weil die wichtige Sache, wir müssen mit mehreren guten, ehrlichen Frauen arbeiten, um die eine zu finden. Hm? Machen wir. Gut, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss. Ja.